Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was soll ich sagen? Heute werde ich meinen Gehäuse-Fail wieder ausbügeln. Im letzten Video habe ich euch ja über meinen PC-Gehäuse-Fehlkauf erzählt. Nicht, dass das Jonesboard D30-Gehäuse schlecht wäre. Ganz im Gegenteil. Es hat nur nicht zu meinen persönlichen Settings gepasst. Ich verlinke euch das Video noch einmal oben rechts in der Infokarte und unten in der Beschreibung. Nach langem Hin und Her und vor allem nach euren hilfreichen E-Mails und Kommentaren habe ich jetzt eine Entscheidung treffen können. Und ich habe mich für das NZXT H5 Lore-Gehäuse in Weiß entschieden. Also noch einmal alles von vorne und das Gehäuse wechseln. Bis auf ein paar neue NZXT-Lüfter und der vertikalen Grafikkartenhalterung habe ich alle vorhandenen Komponenten übernehmen können. Und ich habe mir dabei gedacht, ich nehme euch beim Umbau einfach mit. Meine Abschlussworte im letzten Video waren, naja, mal sehen, was mir dazu noch einfällt. Nun, das Ergebnis seht ihr gerade. Ich weiß, obwohl ich keine wollte, hat dieser Bild wieder eine RGB-Beleuchtung. Aber diese ist minimal und meiner Meinung nach sehr dezent. Mit den Temperaturen bin ich auch sehr zufrieden. Bei dem Spiel Escape from Tarkov zum Beispiel liegen die Temperaturen zwischen 69 und 71 Grad. Damit kann ich gut leben. Mein Hauptproblem, das ich aber mit dem Jonesboard-Gehäuse hatte, ist komplett gelöst. Der jetzige Build mit dem NZXT H5 Flow-Gehäuse ist um ein Vielfaches leiser als das Jonesboard D30-Gehäuse. Wenn man genau hinhört, kann man die Lüfter leicht hören, aber von lauten Störgeräuschen sind wir weit entfernt. Der Computer ist leise. Ich bin sehr zufrieden. So Leute, das war's schon wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!